Hallihallo, heute mal von mir ein kurzes Video zur Tankentrostung. Und zwar soll es einfach mal darum gehen, was macht man eigentlich, wenn man kein altes Ladegerät mehr hat. Ich habe zwar hier noch so ein altes Ladegerät, das macht aber nur 1 Ampere. Wenn ich das hier dran stecke, passiert nicht viel. So, und da habe ich für euch jetzt Lifehack. Starthilfekabel, wie ihr seht. Damit richtig ein bisschen was fließen kann hier an Strom. Und dann schließt ihr die Starthilfekabel einfach an der Batterie an. Und an die Batterie schließt ihr dann ein normales Ladegerät an. So, dadurch denkt das Ladegerät, ist eine Batterie angeschlossen, lädt die Batterie und die Batterie tut ihr Übriges. So, wir gucken mal, ich schließe mal an. Weil das ist immer wieder schön zu sehen, wie das hier brutzelt. Also Batterie anschließen, die hat ihre 12 Volt. Ja, vorher vollladen, ist klar. Und dann kann man schon mal sehen, wie es hier anfängt zu blubbern und zu arbeiten. Sieht man richtig hier, wie der Rost sich an den alten Schraubenschlüssel dran setzt. Ja, und wie gesagt, es geht viel schneller, wenn ihr das so macht, als wenn ihr so ein altes Ladegerät nehmt. Guckt mal, die Batterie, die hat ein bisschen mehr Ampere, was sie liefern kann, ne? Kabel werden auch nicht heiß, also alles gut. Und hier arbeitet es schön. Beste Methode. Achso, ich habe übrigens ein Drittel Chlorix drin. Also 3 Liter Chlorix habe ich drin, 7 Liter Wasser. Das ist eine gute Kombination. Und ich denke, das wird nicht allzu lange dauern. Da müssen wir auch schon mal den Schraubenschlüssel wechseln hier. So, ich schließe mal jetzt noch das Batterie-Ladegerät an. Und dann zeige ich euch mal, wie das dann so funktioniert. Okay, wie ihr seht, ne, das Batterie-Ladegerät meckert nicht. Ich habe sogar eins genommen, was 20 Ampere packt, damit das hier ordentlich rein plautzt. So, also ihr seht, die Batterie war vollgeladen. Jetzt hat sie noch 12 Volt. Das heißt also, zieht ordentlich. So, ich stelle jetzt ein, zack, und wie ihr seht, es lädt. Ne? Jetzt stellen wir gleich mal noch die Ampere ein bisschen hoch. So, und wie ihr seht, das Ding knallt mal eben knapp 20 Ampere rein. 20 Ampere in die Batterie. So, und jetzt können wir gleich mal gucken, was hier passiert. Achtung! Es brodelt extrem. Also das ist dann für die Leute, die eine schnelle Tankentrostung brauchen, ne? Ich glaube, das brauche ich nicht über Nacht drin lassen. Und sich das hier so anguckt, wie das brodelt. So, ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wenn wir bloß das alte Ladegerät anschließen. Da werdet ihr sehen, da ist bei weitem nicht so viel los. Okay, ich habe alles verkabelt, aber ich muss auch zugeben, das ist eher ein altes Labornetzgerät, ne? Aber es macht trotzdem seine 12 Volt. So, jetzt hat es schon Überlast. Jetzt muss ich noch weiter runter drehen. Wie ihr seht, guck mal, wir sind gerade mal bei. Ich kann hier gerade mal 2 Volt drauf geben. 2 Volt. Und dann fließt schon 1 Ampere. So, dann können wir mal hier reingucken. Wie ihr seht, da passiert nicht viel. Ja, wir haben hier gerade 2 Volt, 1 Ampere. Und bei dieser Lösung hier haben wir einfach mal 20 Ampere und 12 Volt. Da kann sich ja jeder mal ausrechnen, was hier für ein Strom fließt, 20 Ampere, 12 Volt. Und hier 2 Volt, 1 Ampere. Ne? Also, wer es schneller haben will, macht die Methode hier. Batterie anschließen. Neueres Batterieladegerät kann dafür verwendet werden. Lädt die Batterie und die Batterie knallt hier rein. Ne? Und dann geht es schneller. So, ich lasse das jetzt mal ein paar Stündchen laufen. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Mal ein kleiner Zwischenstand, so nach 2 Stunden. Hier sind wir noch immer noch bei 14 Ampere pumpt das Ding rein. Und es köchelt und es wird langsam warm. So, ich mache mal eine kurze Pause hier. Mach mal das Ladegerät aus. Mach mal hier ab. Jetzt gucken wir uns das mal an.
Leg mal hier was drunter. Wir mal sehen, wie das aussieht. Nach knapp 2 Stunden. Ach so, zur Erinnerung. So sah das Teil vorher aus. So sieht es jetzt aus. Ich finde das ultra krass. Ultra krass. Wie gut das auch funktioniert. Also richtig schön warm. Kann man schön den Rost abmachen. Krass. Ich würde sagen so 30, 40 Grad. Das ist eine richtig schöne warme Brühe hier, die hier gebildet hat. Alles Schlamm und Rost. Riecht auch schön wie im Chlorbad. Also wie im Freibad, meine ich. Schön chlormäßig. Ich denke, der Schlüssel hier macht nicht mehr lange mit. Noch geht's, aber ich denke, ein, 2 Stunden, dann wird er brechen. Hier ist nicht mehr viel Material da. Hier an der Stelle nimmt's Material ab. Wahnsinn. Also das kann ich nur empfehlen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie der Tank innen drin aussieht, aber ich mache es jetzt nochmal sauber und hänge es mal die nächsten 2 Stunden rein. Und dann gucken wir mal, ob dann immer noch so viel Dreck dran ist. So, nachdem ich jetzt schon einen Schlüssel hier, Schraubenschlüssel, verschlissen habe, können wir schon mal angucken hier, der aussieht. Der andere brutzelt übrigens noch. Aber ich denke, wir können mal zum Endergebnis kommen. Und so sieht der Nummer 1 aus. Nummer 2 gucken wir gleich mal. Und dann würde ich sagen, füllen wir mal alles hier rein. Dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Ich klemme mal die Batterie ab. Ladegerät machen wir auch mal ab. Beschwert sich gleich hier. Ruhe. So, gucken wir gleich mal hier noch. Also hier hat es auch schön raus. Ach, herrlich. So, ja genau, jetzt gucken wir uns mal den zweiten Schraubenschlüssel an. Und ich denke auch deswegen, dass es halbwegs fertig ist, weil jetzt wird es bloß noch so schwarzes Zeug hier und ich glaube, das ist eher hier von dem Schraubenschlüssel. Rost ist jetzt nicht mehr ganz so viel hier gekommen. Naja. Der ist auch schön warm. Uiuiui. Also, wenn er das macht, aufpassen, das wird richtig schön heiß. Auch der Tank hier ist mittlerweile handwarm geworden. So, ich gieße das jetzt mal rein und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Also, ich würde sagen, das ist mal echt krass, oder? Wenn man sich das hier anguckt, wie die einzelnen Bröckchen hier. Also ich muss echt sagen, wenn ihr euren Tank entrosten müsst und ihr habt so einen harten Fall wie ich hier, macht das so. Alles andere macht keinen Sinn. Weil ich muss sagen, ich hatte vorher einen normalen Rostentferner hier einmal durchlaufen lassen. Könnt ihr vergessen, hat nichts gebracht. Das hier ist einfach eine Nummer härter. Und wenn ihr euch das Wasser hier anguckt, dann wisst ihr, was hier an Rost drin war. Im Tank. Gut, ich hole mal eine Lampe und dann gucken wir mal rein in den Tank und gucken uns dort mal das Ergebnis an. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht metallisch blank, aber trotzdem schon 1000-mal besser als vorher, weil vorher sah es so aus, hier wie hier oben. Na, hier war alles. Also der war extrem rostig. Der Stapler lief nicht mehr, in dem der drin war, weil einfach nur noch Stücken kamen. So, wenn ihr seht, was hier schon alles rausgekommen ist, was hier noch drin ist, Halleluja. Aber trotzdem, man muss sagen, das ist die beste Tankentrostung ever. Jetzt sieht man sogar das 10-Liter-Zeichen. Was hier draußen dran ist, sieht man jetzt auch wenigstens mal wieder,
Auch auf der anderen Seite war vorher komplett voll mit Rost. Also ich muss sagen, bin zufrieden. Ist gut geworden. Also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Wer kein altes Ladegerät hat, nimmt einfach ein neueres und schaltet eine Batterie zwischen. Aber macht es am besten draußen, ne? Entstehen Gase und es wird warm. Und dann könnt ihr schön sehen, wie hier der Rost bröckelt.